Herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder zur heutigen Ausgabe unserer Webinarreihe Training für berufstätige Vielbeschäftigte. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Immer mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählen sich gerade ein. Also, glaube ich, in ein paar Minuten werden wir fast vollzählig sein. Tonprobleme gibt es nicht. Bild und Ton sind okay, sehr schön. Wird sicherlich wieder spannend. Hab heute zwei tolle Gäste an Bord. Zum einen den Nikolaus Saurens, der das ja in Vertretung immer wieder oder abwechselnd mit seinem Bruder Daniel Saurens macht, und Stefan Risse von Akatis. Die beiden Erstgenannten sind von Feingold Research. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und wir von eurem Wissen profitieren können. Und ja, mein Name ist Markus Landau. Ich bin bei der DZ Bank im Derivate-Team, Derivate-Experte, und werde die Moderation übernehmen. Bevor wir loslegen, ja, erst einmal herzlich willkommen. Ihr habt ganz kurz genickt. Freue mich, dass ihr da seid. Ja, Hallo. Hi. was an den Aktienmärkten momentan nach Thanksgiving los ist, ist nicht ganz so viel los. Wenig Elan, aber natürlich auch einige hausgemachte Probleme, wenn man so auf Deutschland schaut, mit den entsprechenden Themen, die wir hier in der Haushaltsdebatte haben. Sicherlich nicht. Ja, sehr, sehr schön und auch wieder teilweise ein bisschen peinlich, was da los ist, was da abgeht. Wir haben natürlich weiterhin auch schwelende Krisenherde, die, ja, es ist schon Wahnsinn, wie schnell das teilweise in Vergessenheit gerät. Also wir reden von Ukraine und ja, Nahostkonflikt, und ist schon so, dass das über die Zeit immer wieder mal abnimmt. Das ist ja normal auch, aber ist auch irgendwie immer schon so gewesen, und dadurch kommen natürlich auch wieder andere Themen wie das Thema Haushaltsdebatte in den Fokus. Was haben wir heute mitgebracht? Was haben unsere Referenten heute mitgebracht? Ich werde ganz kurz mal oder schnell die Startfolie auf den Schirm zaubern. Kleinen Moment. Kurz nach links schauen. Da seht ihr zumindest unsere drei Köpfe schon mal. Thema seht ihr hier oben mal überschrieben mit den Stichpunkten oder Schlüsselwörtern Zinserwartung, Inflation und die glorreichen Sieben. Wie sieht es da 2024 aus? Aber wenn wir tiefer reingehen, nachdem ich eine kleine Ankündigung machen möchte zu unserem DZ Bank Weihnachtskalender, da dreht sich es um eine No-Spread-Aktion, komme ich aber gleich dazu. Hier seht ihr es nochmal: Zinserwartung, Inflation, Wirtschaftsschwäche. Wie sieht es 2024 aus? Und was machen die Big Seven, die dieses Jahr ja die Kursperformance getrieben haben, besonders in Amerika natürlich: Tesla, Nvidia, Apple und Co. Bin ich sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist, gesamtmarkttechnisch, aber auch vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tipp eurerseits oder was ihr im Auge habt. Dann geht es weiter mit dem einen oder anderen Produkt, was wir uns anschauen wollen. Fragen gerne in die Fragebox. Und ansonsten gibt es natürlich auch wieder einen Marktausblick von Nikolas, der dann, glaube ich, starten wird gleich. Und bevor wir loslegen, ja, zwei Folien noch. Zum einen die rechtlichen Hinweise. Ich versuche es kurz und knapp zu halten. Das Webinar ist als Werbung zu verstehen, richtet sich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland, kundige Selbstentscheider. Ihr seht, ich lese die orange hinterlegten Wörter einfach nur kurz schnell ab. Erfahrung mit Hebelprodukten, Anlagezertifikaten haben. Und ja, was hier im Webinar besprochen wird, dient nur der Demonstration und soll keine Empfehlung, Beratung ersetzen. Und natürlich Risiken im Blick behalten, besonders bei Hebelprodukten, könnt ihr nachlesen. Die meisten von euch wissen aber, worum es hier geht. Jetzt springe ich zur Folie unser Adventskalender. Was verbirgt sich dahinter? Ich werde auch den Link hier unten zu unserer Landingpage, die wir im Dezember dann auch live haben, ab dem 1. Dezember nochmal reinposten. Was haben wir uns gedacht? Wir wollten einen Adventskalender schaffen, der ja vom 1. bis zum 22.12. geht, wo ihr Produkte kaufen könnt. Sowohl börslich als auch außerbörslich ohne Spread, also Geldbrief ist hier identisch. Und wie läuft das ab? Also jeden Tag geht ein Türchen auf, zu verfolgen auf der Landingpage von uns, was da täglich passiert. Produktkategorien unterschiedlich jeden Tag mit unterschiedlichen Themen, unter anderem Krypto, Rohstoffe, US-Werte, Indizes, alles Mögliche.
Und diese Aktion läuft dann, also sagen wir mal, am 1. geht das Türchen auf. Dann können diese Produkte 7 Tage inklusive Wochenende, da kann man natürlich nicht handeln, gehandelt werden ohne Spread. Na, also wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, gerne dann auf der Landingpage nachschauen, Anfang Dezember. Ich werde sie gleich in den Chat stellen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Und am 23. 24. gibt es dann ja noch eine Überraschung. Also das ist ja dann auch kein Handelstag mehr. Insofern haben wir es hier ein bisschen abgekürzt. Bis zum 22. gibt es die Produkte. Ja, dann würde ich das Wort an euch direkt übergeben. Wahrscheinlich Nikolas zuerst, dann werdet ihr euch die Bälle zuspielen, Stefan, und dann bin ich sicherlich später auch nochmal mit an Bord. Viel Spaß euch allen bei unserem Webinar heute und bis später. Macht's gut. Genau, danke dir, Markus. Und dann schnappe ich mir mal den Bildschirm und werde ja von unserer Seite so einen kleinen Ausblick beziehungsweise eine kleine Einschätzung geben, wie wir den Markt momentan einschätzen. Dann werde ich an Stefan übergeben und ich mache mal meine Kamera aus, weil ja der Fokus auch auf der Präsentation liegt. Und genau, dann werde ich an Stefan übergeben und zum Abschluss wird es dann von meiner Seite nochmal ein paar Produktideen geben, die eben auch das widerspiegeln, was meine Meinung ist und ich glaube auch, was Stefans Markteinschätzung ist, weil ich glaube, ja, eigentlich liegen wir recht nah beieinander, was ich mir so in den vergangenen Tagen von dir angehört habe. Stefan, du bist ja auch auf vielen Kanälen vertreten. Ja, grundsätzlich erstmal heute, wie Markus schon gesagt hat, nach Thanksgiving. Wir sind aus dieser kleinen Handelspause gekommen. Die Amerikaner hatten ja am Freitag gehandelt bei sehr geringen Umsätzen. Den DAX hat man dann nochmal über 16.000 Punkte geschoben. Da war dann jetzt vorerst mal die Luft raus. Nachbörslich hatten wir jetzt die Bayer nochmal mit einem neuen Jahrestief oder Mehrjahrestief. Da gab es die Nachricht, dass man sich mit einer Aufspaltung beschäftigt, was ja so ein bisschen der letzte Strohhalm der Bullen ist, kann man eigentlich sagen. Aber man festgestellt hat, dass das überraschenderweise, in Anführungszeichen, Ironie kommt auf der Tonspur nie so gut rüber, also ironisch gemeint überraschenderweise, gar nicht so einfach ist, dieses Schlachtschiff Bayer aufzuspalten und dementsprechend die Aktie jetzt 3-4% im Minus und bei gut 31 Euro. Aber die Bayer soll heute gar nicht unser Thema sein, sondern ja, die Verfassung der Aktienmärkte. Und ich habe mir auf die Präsentation mal einige Bullet Points gelegt, die ich in den kommenden Minuten besprechen möchte. Zunächst mal, 2023 war zweifellos das Jahr der Aktie. Wir hatten sehr gute Performance. Das rückt vielleicht sogar schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund, weil in vielen Bereichen, gerade in Europa, die Gewinne einfach in den ersten Monaten des Jahres realisiert wurden und man danach ja doch in einer ziemlich breiten Seitwärtsphase lief. Unterm Strich sogar stärkere Ausschläge nach unten, im DAX beispielsweise, als nach oben. Wenn man mal diese Region 15.500 bis 16.000 Punkte nimmt, dann sind wir ja nach oben nur noch bis 16.5 gelaufen, hatten aber dann doch einen recht knackigen Rücksitzer jetzt im Herbst im DAX auf ca. 14.500 Punkte, der dann gekauft wurde. Unserer Meinung nach wird 2024 ja ein ziemlich spannendes Jahr, weil wir haben in den USA die Wahl und wir haben eben das große Thema Rezession, ja oder nein. Und das Thema der Anleihenmärkte. Wir wissen alle, die Anleihenmärkte haben die Märkte 2023 stark beschäftigt und die Nasdaq hat zuletzt sehr, sehr stark korreliert mit den Anleiherenditen. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Muster war, eine tendenzielle Abkühlung der Wirtschaft hat die Anleiherenditen nach unten befördert und fallende Anleiherenditen haben die Aktienmärkte nach oben befördert. Also grundsätzlich kann man sagen, 2023 Bad News are good news. Also die Aktienmärkte sind gestiegen, wenn die Nachrichten eher schlecht waren. Man muss dazu sagen, sie waren eben nur moderat schlecht und noch nicht richtig schlecht. Kann man immer verschiedene Indikatoren interpretieren, aber die US-Wirtschaft läuft soweit grundsätzlich noch der Motor läuft, aber er zeigt eben in einigen Segmenten Schwäche. Deswegen 2024 für uns möglicherweise das Jahr der Anleihen. Wenn man sich eben ja die Bonds anschaut, die würden ja zulegen, wenn die Anleiherenditen fallen. Da sehen wir ganz gute Chancen, sowohl in Europa als auch in den USA. Die Fed-Wende ist zu einem gewissen Teil schon eingepreist, aber die Anleiherenditen sind ja dann doch noch auf einem relativ hohen Niveau in den USA, die 10-Jährigen bei rund 4,4%. Für das aktuelle Jahr muss man sagen, die Korrektur verlief
nach saisonalem Muster ja nahezu perfekt. Also wir sind im Herbst nach unten gelaufen, auch gerade diese Oktobertage. Ende Oktober sind saisonal die schwächsten Tage eines Börsenjahres und waren eben auch dieses Jahr sehr, sehr schlecht. Und pünktlich mit dem November hat es dann nach oben gedreht. Wir hatten jetzt einen der besten Monate der vergangenen 30 Jahre. Kann ich auch mal gerade hier einblenden, damit ihr hier nicht das Standbild sehen müsst. Finde ich eine ganz spannende Auswertung. Mittlerweile sind es über 9% im S&P 500. Und wer sich mit den vergangenen Zeitpunkten auskennt, wird feststellen, dass jeder andere dieser Zeitpunkte in Crashs oder zumindest ziemlich knackigen Börsenphasen aufgetreten ist. Also 2020 muss man nicht erklären, Corona, 2009 globale Finanzkrise, dann haben wir noch die 2000er Jahre Dotcom-Bubble und 2011 beispielsweise die Euro-Krise, die Euro-Schuldenkrise. Das waren dann eben natürlich die Momente, wo die Aktien stark zugelegt haben. Diese massiven Rallyes hat man ja immer in Bärenmärkten und weniger in Bullenmärkten, wo die Märkte eben ja moderat nach oben tröpfeln und eben nicht diesen starken Turnaround sehen. Also bemerkenswert, dass wir so eine starke Rallye gesehen haben, obwohl wir jetzt nicht in so einer Crashphase waren wie eben 2020, sondern in einer moderaten Konsolidierung. Ich habe hier auch noch eine schöne Grafik. Die Experten der Deutschen Bank haben das mal aufgestellt. Wir hatten über den Sommer drei Korrekturphasen im S&P 500. Die erste Phase, ja, haben sie mal so genannt, Garden Rarity, also so ein bisschen verschiedene Gründe. Dann eben die zweite Welle aufgrund eines weiteren Zinsanstieges, wo wir dann nochmal über 5% gelaufen sind bei den 10-Jährigen. Und die letzte Welle dann eben Geopolitik, die Eskalation im Nahen Osten und der Überfall der Hamas auf Israel. Und das hat eben diese drei Wellen, die ja sich über Monate vollzogen haben, haben wir innerhalb von Tagen aufgeholt jetzt im November und sind ja beispielsweise in der Nasdaq schon wieder auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Also die Märkte wahnsinnig stark gedreht. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel zu Indikatoren mitgebracht. Das ist ja so ein bisschen das Feld, was Stefan sehr gut bearbeiten kann und was er sicher gleich auch noch was einiges zeigen wird, dass das möglicherweise oder unserer Meinung nach schon etwas zu schnell gelaufen ist. Und passend dazu, ich wollte es einfach mal mitbringen, auch eher was in diese Sentiment-Richtung geht. In den USA gehen wir jetzt schon wieder voll Richtung Jahresendrallye. Was heißt wieder? Wir hatten eigentlich im Oktober gesagt, okay, schaut mal Richtung Jahresende, eigentlich steigende Notierungen angebracht. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Ja, im Dezember muss man eigentlich nicht mehr mit dem Thema kommen. Gerade nach so einer Rallye jetzt 10% im Index, da ist die Rendite eigentlich zum Großteil verteilt, unserer Meinung nach. Aber so ist es eben, die Medien da recht prozyklisch, vor allem solche Anlegermagazine wie Barron's in den USA, die ja dann doch eher so ein bisschen den Mainstream bedienen und sehr prozyklisch sind. Und die haben sich jetzt eben ja heute geäußert, dass Stocks, Aktien bereit sind für eine Center Rally und ja, man sich da positionieren soll. Interessanterweise sagen sie immerhin, 2024 könnte weniger positiv sein. Das sehen in den USA nicht alle so. Es gibt auch sehr starke Bullen. Die Deutsche Bank, die ja in den USA auch durchaus noch einen Namen hat, hat sich mit einem sehr bullischen Kursziel heute geäußert. Man sieht nur eine milde Rezession in 2024 und sieht den S&P bei 5.100 Punkten. Und ja, man äußert sich grundsätzlich bullisch, wie schon gesagt. Man erwartet eine kurze und milde Rezession und dann eben ein starkes Comeback des Index mit einem Finish bei 5.500 Punkten. Also ja, sehr, sehr bullisch. Der Bull Case hier der Deutschen Bank. Dann nochmal eine schöne Studie der SocGen, auch von MarketWatch. Die haben mal so einen kleinen Fahrplan aufgestellt. Fand ich ganz charmant, können wir uns mal angucken. Für Q1 rechnet man eben, damit dass dieses Goldilocks-Szenario weitergespielt wird, dass ein Rückgang der Renditen die Aktienmärkte beflügeln könnte. Und ja, wir dann guten Jahresauftakt in den USA sehen. Q2 wird laut der Analysten das härteste Quartal des Jahres sein, weil man eben ja eine wirtschaftliche Abkühlung sieht, die auch sich mit einer Konsumschwäche einhergeht.
und wachsende politische Unsicherheit. Wir dürfen ja nicht vergessen, die US-Wahl Ende 2023 im Herbst-Winter wird möglicherweise Donald Trump zurückbringen, beziehungsweise ja, Donald Trump wird in den kommenden Monaten definitiv als Möglichkeit gespielt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er nochmal Präsident wird. Wir haben da ja in Europa ja immer so ein bisschen eine sehr ungläubige Brille. Also man denkt da sehr normativ und es ist einfach ja unserer Meinung nach eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es eben nochmal der Fall wird. Da darf man eben nicht so normativ denken, wie wir das in Europa oft tun. Es ist ja in den USA einfach so, es hängt an einigen wenigen Swing States, und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann wird das verdammt eng, aller juristischen Probleme, die Trump momentan hat. Und das sind ja wirklich einige auch sehr, sehr ernsthafte Anklagen, beispielsweise in Georgia wegen Wahlmanipulation zum Trotz. Und das sieht man hier eben auch, und aber grundsätzlich auch die SocGen relativ bullisch mit Blick auf das Jahresende. Dann habe ich noch ein, zwei Auswertungen zur US-Wirtschaft, die ich gerne nochmal mit reinnehmen würde, bevor ich dann an dich übergebe, Stefan. Zum einen finde ich es ganz interessant, das Thema Soft Landing, also das ist ja die Erwartung, dass die sehr restriktive Geldpolitik der Notenbank mit einem Leitzins bei 5,25 bis 5,5% keine Rezession verursacht. Und dieses Narrativ wird in den vergangenen Wochen wieder sehr, sehr stark gespielt. Schöne Auswertung hier von Standard Research, die sagen, beziehungsweise die das ausgewertet haben, die Erwartung einer Rezession wird in den Medien kaum noch gespielt, ist stark zurückgegangen, während eben Soft Landing über den Sommer, Herbst bis jetzt eben sehr, sehr stark gespielt wird. Also das ist das gegenwärtige Narrativ, das treibt die Aktienmärkte. Kann sich natürlich in den kommenden Wochen noch ändern. Denn, hier auch nochmal eine schöne Auswertung, die das genauso zeigt. Ich habe es mir überschrieben mit Human Nature doesn't change. Also es ist eben immer die Erwartung, dass wir keine Rezession haben, dass es gut geht in diesen Phasen restriktiver Geldpolitik. Das war 1999, 2000 so, da war ich noch nicht an den Märkten aktiv. Es war auch zu Zeiten der globalen Finanzkrise so und eben in den vergangenen Monaten war es wieder so. Sorry, ich springe ein bisschen hin und her, genau das habe ich gesucht. Es gibt aber auch einige Indikatoren und dazu gehört beispielsweise auch das Conference Board in den USA, die seit mittlerweile 19 Monaten in Folge eine Abschwächung anzeigen. Und wenn man dieser Auswertung folgt, dann ist es eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu, dass die USA in die Rezession gehen. Man sieht es ja hier in diesem historischen Vergleich, der seit 1960 ausgewiesen wird. Also das sind eben die harten Fakten. Wir haben ja schon die Abkühlung am Arbeitsmarkt gesehen, aber auch unter der Oberfläche gibt es einige Wirtschaftsdaten, die schwächeln. Hier habe ich das auch nochmal auf die Grafik gepackt. Da sieht man die einzelnen Indikatoren, beispielsweise ISM New Orders, Einkaufsmanager-Index der USA, stark zurückgegangen in den vergangenen Monaten. Verschiedene Indikatoren hier eben auch Arbeitsmarkt. Das schwächelt sich alles ab. Auch das Thema Inflation spielt ja da rein. Da wird Stefan sicher gleich nochmal was zu sagen. Also unter der Oberfläche die US-Wirtschaft relativ schwach. Zeigen übrigens auch die Konsumaktien. Das mal so als meine letzte Folge, bevor ich dann an dich übergebe, Stefan. Das sieht man ganz schön. Viele der Werte, die eben das Thema Konsum spielen, kommen runter, weil eben die Leute nicht mehr so investitionsfreudig sind, wie sie das noch zu Jahresbeginn waren. In Europa haben wir LVMH ja als Musterbeispiel dafür, dass man eben diese, zumindest im Luxussektor, etwas defensiver wird. Aber auch hier, wenn man sieht, Aktien wie Nike oder auch Ralph Lauren deutlich unter Druck. Wir haben natürlich auch die Supermarktkette Walmart, die einer der schwächsten Werte der vergangenen Woche war. Also der US-Einzelhandel sieht da diese wirtschaftliche Schwäche schon relativ deutlich. Und damit gerne an dich, Stefan.
Ja, hallo Nikolas, das war echt ganz spannend, was du geliefert hast. Ich habe teilweise so ein bisschen ähnliche Sachen, aber das ergänzt sich insgesamt vielleicht trotzdem ganz gut. Ich habe aber auch überlegt, dass ich schon mal hingehe und so ein bisschen mal, bevor wir dann, ich sag mal, so zu dieser mittelfristigen, kurzfristigen Tendenz kommen, auf die du ja auch einen Ausblick gegeben hast, mal so ein bisschen langfristig aufzeige, wie es geht. Ich glaube, ich muss noch zum Moderator ernannt werden, sonst wird das hier mit dem Bildschirm teilen nichts. Das ist bei mir Ja, noch mache ich. grau, die Fläche. Dann geht es besser. So, dann suche ich mir genau den richtigen Schirm aus, hier die Bildschirmpräsentation. Und das ist mein Kapitalmarktausblick, den ich geben will. Und ich habe den einfach mal, wir werden ja später nochmal über die großen Tech-Werte, über den Magnificent Seven sprechen. Da komme ich dann am Ende dazu, ich habe da eine Folie auch. Diejenigen, die beim letzten DZ-Bank-Webinar dabei waren, Trading für Berufstätige, wo ich mitgemacht habe, die werden sich an diese Folie auch erinnern. Aber jetzt kommen ja immer wieder neue Leute dazu oder andere hatten keine Zeit. Deswegen habe ich die auch mal mitgebracht, weil die gut zum Thema passt. Aber wir haben ja eine Welt von multiplen Krisen. Wenn wir mal gucken, also lief alles ganz gut und dann kam Corona, also die Corona-Krise. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Jetzt haben wir den Krieg im Nahen Osten. Wir haben diese Klimakrise. Du, Nikolas, hast es angesprochen. Das Thema mit der Wahl Donald Trumps möglicherweise in den USA. Ich persönlich, ja, bin genau einer von denjenigen, die da ganz ungläubig hingucken und sich das auch gar nicht vorstellen wollen. Unser Gründer Henrik Leber, ich mache mit dem mittlerweile einen Podcast, den findet man unter dem Titel Geschichten aus der Badewanne auf Spotify, auf Amazon und auf Apple Podcast. Warum der so heißt, will ich jetzt hier nicht erläutern, das wird zu lange dauern. Es gibt einen Teaser, der es erklärt. Und wir unterhalten uns da immer mal wieder über Donald Trump. Und Henrik Leber ist sehr optimistisch, dass der noch vorher ins Gefängnis kommt. Alles, was ich so lese, ist, dass das nicht unbedingt passieren wird, weil wir wissen, Gerichtsverfahren kann man sehr lang ziehen. Und ja, man kann in Amerika zwar nicht wählen, wenn man vorbestraft ist, aber zum Präsidenten gewählt werden, sogar wenn man im Gefängnis sitzt. Auch das ist eine Skurrilität dieses Landes. Und ich glaube, dass das für die USA am allerwenigsten schlimm ist. Wohl für die Einwanderer, die seit langem dort leben ohne legalen Status, aber für die Sicherheitsarchitektur Europas ist es eine einzige Katastrophe nach allem, was man hört. Denn der Trump, der jetzt kommen würde, wäre wohl noch ein anderer als der, den wir ab 2016, 17 erlebt haben. Trotzdem, multiple Krisen, das hat uns so ein bisschen umgetrieben, dass wir gesagt haben, ja, gucken wir doch mal, sind das jetzt denn die ersten Krisen, die wir hatten? Nein, Henrik Leber erinnert sich an den Sechstagekrieg 1967. 68 bin ich geboren, die russischen Truppen in der Tschechoslowakei. Club of Rome mit dem Ende der Welt, ja, gibt kein Öl mehr, das Ölembargo, Inflation und Hyperzinsen 1980. Dann der große Aktiencrash, da war ich schon dabei, 19. Oktober 1987, 22,3% Tagesverlust im Dow Jones Index, der Zusammenbruch des Ortbergs, Ende des Internets, halt Bin Laden, der die World Trade Center Türme angreift, die Subprime-Krise, fortlaufende Schuldenkrisen in Südeuropa, die Corona-Krise habe ich schon angesprochen, denn der Ostkrise ist noch gar nicht mit drauf. Wenn man sich das anguckt, ja, dann war es immer so, dass die Anleger wahnsinnige Angst hatten. Der Irakkrieg und der Golfkrieg, glaube ich, sind nicht mal drauf. Auch die gehören natürlich noch dazu. So, und wenn man sich das Ganze dann mal anguckt in einem Chart, dann sind all diese Krisen ja eingezeichnet. Der läuft jetzt auch nur bis 2017. Das ist das, was ich im Internet gefunden habe dazu. Wir wissen aber ja, wie die Geschichte dann weiterging. Es war immer ein Fehler, in diesen Krisen sich von Aktien zu verabschieden. Natürlich, manchmal ging es noch tiefer runter, als man vielleicht selber eingestiegen ist. Aber jedes Mal glaubt die Welt, oder die Börsen oder die Menschen, die Welt geht unter, eine Corona-Tief, was haben wir im DAX verloren? 34%, glaube ich, in der Spitze. Und es war immer richtig, da einzukaufen. Das ist eine Botschaft, die mir einfach mal wichtig war. Ist vielleicht für diejenigen, die mit Hebelprodukten traden, nicht so wichtig, aber es gibt ja bei der DZ-Bank auch Anlagezertifikate, wie ich gehört habe. Und ich sage ja auch ohnehin immer einen Teil des Geldes auch längerfristig anlegen, zum Beispiel auch in Fonds, Mischfonds oder Aktienfonds. Und da ist es immer einfach wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Und selbst wenn die Dinger dann mal unter Wasser sind und mal von der Spitze 20 oder mehr Prozent verlieren, durchzuhalten. Das ist mal so diese längerfristige Perspektive. Ich hoffe, das war auch genehm von Seiten der DZ-Bank, das hier mal mit einzuführen. Und jetzt komme ich so auf den Blickwinkel oder auf die Fristigkeit, die Nikolas, du angesprochen hast, und gebe mal meinen Kapitalmarktausblick. Also ich bin auch dabei. Rezession ist wahrscheinlich, das ist ebenfalls Conference Board. Du hast, glaube ich,
die Anzahl der Monate, wo es runterging. Das ist auch hier sehr spannend. Das ist nämlich die Erwartung minus die aktuelle Lage. Und wenn die Erwartungen sehr, sehr tief sind und die aktuelle Lage noch gut ist, und die aktuelle Lage ist ja noch okay, wir haben Vollbeschäftigung, wir hatten gutes Wirtschaftswachstum, dann gibt es große Minuswerte. Und wann immer das so war in der Vergangenheit, haben wir, das sind diese grauen Balken, eben Rezessionen gesehen. Also auch wir gehen davon aus, dass die Rezession in den USA kommt. Der Häusermarkt, da wird noch fertig gebaut, aber wenn man den Medianpreis von Einfamilienhäusern in den USA sieht, und die Baukonjunktur spielt auch immer eine Rolle, nur auch die läuft eben zeitverzögert, wenn noch eben Projekte fertig gebaut werden, aber irgendwann bricht das ein, weil die Preise eben entsprechend einbrechen, und das sorgt dafür, dass die Amerikaner auch sich weniger reich fühlen. Nach der Immobilienkrise, also nach dem Platzen der Immobilienblase in den USA, da war es ja China, die die Welt quasi am Schopf rausgezogen haben aus der Konjunkturkrise, insbesondere Deutschland auch mit seinem Export von Autos in Richtung China. Nur China hat eben mit seiner eigenen Immobilienkrise, die jetzt dort sicherlich viel schärfer ist als in der westlichen Welt, eigene Probleme. Und wenn ich mir hier den offiziellen Einkaufsmanager-Index, und der ist vielleicht immer noch eher geschönt, angucke, verarbeitendes Gewerbe, dann waren wir ganz kurz nach dem Reopening nach Corona im expansiven Bereich über 50. Jetzt sind wir schon wieder drunter. Das ist die Anzahl der Einkaufsmanager-Indizes Stand Oktober 2023, die noch über 50 liegen und damit im expansiven Bereich. Und dann sehen wir Indien, Russland, Mexiko, Indonesien, Griechenland und Kasachstan. Und der Rest der Einkaufsmanager-Indizes ist unter 50, und am allerstärksten von der 50 entfernt ist Deutschland. Markus, du hast es angesprochen, die hausgemachten Probleme. In der Tat, ich lese halt jeden Tag immer wieder von Unternehmern, und ich glaube, es ist gar nicht mehr so die Steuer, es sind gar nicht so Sozialabgaben, es ist dieses Thema, na, jetzt bin ich aus der Bildschirmpräsentation raus, ist eher dieses Thema, so sieht man das wieder als Bildschirmpräsentation genau, dass wir eben unter dieser extremen Bürokratie leiden, europäisch, Deutschland, also die hausgemachte Bürokratie und eben unter dem Fachkräftemangel. Und das sind so Themen, die kann ich auch nicht innerhalb mal von einem Jahr drehen. Ja, Steuersätze kann ich relativ schnell runterschrauben. Da gibt es eine neue Zahl, die im Computer eingegeben wird bei den Steuerberatern. Aber bis in die dritte, vierte Hierarchiestufe, so vollkommen überbordende Vorschriften dann entsprechend zurückgenommen worden sind. Das, glaube ich, dauert sehr lange, vor allem bei dem Stand der Digitalisierung, die wir haben. Also kleiner Ausblick oder kleiner Ausflug hier auch in Richtung Standort Deutschland. Inflationserwartung, auch darum sollte es gehen. Auch dafür habe ich einen Chart mitgebracht. Und da ist ganz interessant Folgendes. Nämlich, es gibt ja zum einen die Inflation, die der Markt zeigt. Und zwar die fünfjährige Inflationserwartung. Wie wird die gemessen? Sie haben die normale fünfjährige Treasury-Anleihe. Und dann gibt es ja die inflationsgeschützten Anleihen. So. Und in der Regel, wenn ich eine positive Inflationserwartung habe, ist es so, dass die normalen Treasury-Anleihen, die also nicht die Inflation ausgleichen, eben eine höhere Rendite haben als die inflationsgeschützten. So, und wenn ich die Rendite der inflationsgeschützten, also die jetzt am Markt gezahlt wird, von der üblichen fünfjährigen Anleihen abziehe, dann habe ich die Inflationserwartung. Und das ist hier meine schwarze Linie, die liegt so irgendwie bei rund 2,5%. Wenn aber eben von der Universität Michigan die Leute befragt werden, die Konsumenten befragt werden, dann liegt die bei 3,5%. Und man sieht hier die Differenz zwischen der Break-Even-Marktinflation, wie es heißt, und der Erwartung ist sehr, sehr hoch im Vergleich zu den letzten Jahren. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil Inflationserwartungen natürlich einen Einfluss darauf haben, wie Preise gesetzt werden. Das heißt, wenn Verbraucher, aber auch wenn kleinere Unternehmer, die eine große Rolle spielen, ja, der mit dem Einzelhandelsladen, so es ihn noch gibt, wenn der davon ausgeht, die Preise werden stärker steigen, dann wird der a priori die Preise erhöhen. In der Türkei ist man natürlich in so einer Situation, in Argentinien, dass die einfach schon mal regelmäßig, weil es üblich ist, die Preise erhöhen. Insofern hat Inflationserwartung eben auch einen Einfluss auf die Inflation. Und wir glauben ja, ich glaube, die Webinare sind auch aufgezeichnet, kann man nachschauen. Das letzte Webinar habe ich ja sehr, sehr intensiv über Inflation geredet. Wir glauben ja, dass die Inflation eher höher bleiben wird. Das war der Rückschritt. So, und dann, wenn wir uns dann angucken, warum die Inflation möglicherweise höher bleibt, dann ist es ganz interessant, sich anzugucken, die Konsumentenpreisinflation in den USA und die Lohninflation. Und wir sehen, die Konsumentenpreise kommen runter. Das hat viel mit sinkenden Erzeugerpreisen zu tun. Aber sticky ist eben die Lohninflation hier oben. Und wir glauben eben auch, dadurch, dass die Babyboomer in die Rente gehen, haben wir eine Situation, dass Löhne eher in den nächsten Jahren schneller steigen werden,
als ja in den vergangenen Jahren und dass das eben ein Inflationstreiber wird, Stichwort Lohnpreisspirale. Das war der Blick auf die Konjunktur, wo Inflation dazugehört, jetzt der Blick auf das Thema Liquidität und Geldpolitik. Und da, Nicolas, bin ich ziemlich bei euch, dass 2024 das Jahr der Anleihen werden könnte und dass Zinssenkungen viel schneller gehen könnten im nächsten Jahr, als man sich das momentan vorstellt. Zunächst aber einmal ein Blick auf monetäre Indikatoren. Was einem wirklich für die europäische Konjunktur Sorge machen muss, ist, dass wir mittlerweile ein M3-Geldmengenwachstum haben und das drückt eben aus, wie viele Kredite vergeben Stefan? werden, das negativ ist. Ja? Stefan, ganz kurz, wir sind noch bei dem, bist du noch bei dem Bild oder bei der Folie verarbeitendes Gewerbe? Ja, Weil nee, es ich kann nicht sein, mehr. Ich bin lange dass ich nicht stehen mehr. geblieben ist. Okay, siehst du, ich habe jetzt nicht eingreifen wollen, aber hier kam im Chat so, sind wir noch auf der Folie, dann müssen wir vielleicht dir nochmal die Bildschirmrechte geben. Ja, Oder warte du. mal. Ich probiere es nochmal eben. Das ist ja Ja. interessant. Ja. So, PowerPoint-Bilder. Ist das doch mit der Bildschirmpräsentation? Ja, So, jetzt, jetzt sehen wir es. jetzt sieht ihr es. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück, dass die anderen Bilder nochmal gesehen wurden. Genau, perfekt, danke. Also, genau, hier waren wir. Das ist die Inflationserwartung. Die blaue Linie, die schwarze Linie ist die Inflation des Marktes. Und das ist die Differenz und die ist historisch relativ hoch. Und hier sieht man die Verbraucherpreise, das ist die rote Linie und dann eben diese ja, beige Linie, wenn man so will, ockergelbe Linie, das ist die Lohninflation, die sich eben stabiler zeigt. Da wiesen es auch mein Vortrag von eben. Und hier sieht man jetzt die Geldmenge M3, die eben erstmals schrumpft. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass die mal geschrumpft ist. Was den Markt, glaube ich, immer noch relativ gut stützt, das sehen wir auch bei anderen Geldmengenaggregaten, ist, dass wir natürlich auch davor ein wahnsinniges Wachstum hatten. Also hier nur von 12%, aber bei den weiteren Geldmengenaggregaten, also M1, M2, beziehungsweise bei den, ja genau, bei den engeren, also bei den kurzfristig verfügbaren Geldmengenaggregaten, war ja dann das Wachstum teilweise noch viel größer. Ich glaube, wir leben von der Altliquidität, aber dieses ins Minus gehen dürfte jeden Monat eben noch mehr wirken. Was ein Gegengewicht ist, sind sicherlich die Geldmarktfonds. Das Volumen, was da geparkt ist, steigt und steigt und steigt in den USA auf 8,3 Billionen, in europäischer Sprache ausgedrückt, Trillionen in den USA. Aber ich habe mal geguckt, also wir hatten ja 2018 auch mal die Notenbanken, die Geldmenge wieder eingefangen haben, Anleihen aus der Bilanz verkauft haben, dieses Quantitativ-Tightening, was wir momentan ja auch sehen in Europa, in den USA, nicht in Japan, aber auch in Großbritannien. 2018 hatten wir das auch, da sind aber auch die Geldmarktfonds gestiegen, ohne dass das verhindert hat, dass wir 2018 zum Jahresende einen richtig heftigen Rutsch an den Aktienmärkten hatten. Insofern, ich bleibe bei meiner vorsichtigen Haltung, werde das auch gleich nochmal ein bisschen genauer begründen. Warum sind Zinsen so wichtig? Ganz einfach. Die kleinen Unternehmen in den USA, für die haben sich die Finanzierungskosten enorm verteuert. Da sind wir in Richtung 10% unterwegs. Und auch da nochmal klar machen, wir reden immer über die großen Konzerne, aber die Masse der Menschen, auch in Deutschland, ist ja nicht bei Daimler angestellt oder bei der Telekom, sondern die Mehrheit der Menschen ist bei kleinen Unternehmen angestellt, ja, wo es von denen es eben Hunderttausende über die Republik verteilt gibt und in den USA ist das nicht anders. Und das heißt, die spielen auch eine große Rolle für die Konjunktur und für die sind die Finanzierungskosten schon enorm nach oben gegangen. Und das sind aber auch die, die von ihren Umsätzen eben entsprechend viel für Zinsen aufwenden müssen. Ne? Also Small Business und Partnerships, das sind die und die müssen rund 6% ihres Umsatzes für Zinszahlungen aufwenden. So, und das steigt natürlich jetzt gewaltig an, das ist ja hier noch nicht drin, wenn die Zinsen steigen. Und deswegen glauben wir, die USA kommen nicht um die Rezession herum. Man sieht hier auch die ersten Auswirkungen der Zinserhöhung. Das sind die Autokreditnehmer, die 60 Tage oder mehr mit ihrer Ratenzahlung in Verzug sind. Ja, das ist von 1994 angesehen. Und da haben wir sogar das Niveau der Finanzkrise überschritten mittlerweile. Und sind hier auf ein neues Rekord hochgestiegen. Und das sieht natürlich bei anderen Krediten nicht so viel anders aus. Bei Häusern ja, die Amerikaner finanzieren heute viel länger als zu Zeiten des Immobilienbooms.
Da wird es keinen großen Knall, glaube ich, geben, eher bei den Gewerbeimmobilien. Aber auch hier ist ja eben klar, wenn die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen können, fallen die als Konsumenten auch aus. Das sind die Zinszahlungen der US-Haushalte ohne. Ah, ich bin schon wieder auf die Dings gekommen hier. Nochmal auf die Bildschirmpräsentation. Ich gucke mir eben die Teilnehmeransicht an, wenn ich jetzt rüberspringe. Nee, dann sieht man das wieder nicht mehr. Ich muss nochmal neu, genau, weil es die Bildschirmpräsentation nicht mehr gibt. Ist es dann so, dass das dann auch nicht mehr weitergeschaltet werden kann. Jetzt aber dürfte es dann gehen. Das sind die Zinszahlungen der US-Haushalte ohne Häuserkredite. Wie gesagt, da sieht es ein bisschen entspannter aus. Und da sieht man aber eben auch, ne, von 2,4% des verfügbaren Einkommens sind wir jetzt in Richtung 5% unterwegs. Und das wird ja noch mehr, weil Kredite auslaufen mit tiefen Zinsen, die neu abgeschlossen werden müssen. So, jetzt hier mal reingeklickt. Und dann kommt tatsächlich die nächste Folie, sollte so sein. Ja. Und jetzt der Punkt, warum wir eben glauben, dass die Zinsen nicht lange da oben bleiben können. Die Konjunktur wird sich zum einen abschwächen und zum anderen der amerikanische Staat wird sich in den nächsten Jahren massiv verschulden für den Inflation Reduction Act, für andere Infrastrukturprojekte. Auch wenn der Trump kommt und es kippen will, der will ja die Körperschaftssteuer nochmal senken. Ja, irgendwann ist sie dann bei Null in den USA, auch eine gute Idee vielleicht. Diese Zinszahlungen, die da auf den Staat zukommen, sind ja jetzt schon enorm. Wenn wir uns die amerikanischen 10-jährigen Anleihen angucken, hellblaue Linie, und die 12-monatigen Zinszahlungen des Staates, ja, da sind wir von, immer, wir waren runter hier auf 1,5% und sind jetzt stramm wieder in Richtung 4,5% unterwegs. Zinszahlung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, ja, das ist nicht lange durchzuhalten. Als die früher hoch waren, da waren halt die Schulden der Amerikaner bei 60%. Die laufen aber auch in Richtung 140%. Und das ist ein Thema, warum wir eben annehmen, dass der amerikanische Staat oder die amerikanische Notenbank erstmal Konsens über die Rezession rechtfertigen. Inflation kommt wegen Basiseffekten wahrscheinlich erstmal runter. Und dann werden wir im nächsten Jahr Zinssenkungen sehen, denn ansonsten passiert dies hier. Das heißt, die Zinszahlungen hier in Dollar angezeigt werden enorm steigen. Jetzt so ein bisschen zur Markttechnik und dann können wir in die Diskussion übergehen. Auch da sieht es nicht mehr so gut aus. Das ist der Prozentsatz der US- und europäischen Unternehmen, die von Analysten geschätzten Umsätze noch übertroffen haben bei den letzten Quartalsergebnissen, also den fürs dritte Quartal. Und das sieht irgendwie nicht mehr so doll aus. Das sind immer weniger, die noch die Schätzungen übertreffen. Anzahl der US-Unternehmen im S&P 500, die den Gewinnausblick anheben, sind auch nur noch gute 20. Das heißt, die anderen senken teilweise den Gewinnausblick. Preisveränderung von S&P 500 Aktien bei verfehlten Gewinn- und Umsatzerwartungen. Ja, da sieht man, der Markt reagiert enorm negativ. Also so negativ hat er einmal in 22 noch reagiert und ansonsten nie, wenn Gewinnerwartungen verfehlt wurden. Das heißt, der Markt reagiert auch sensibel, auf weniger Gewinne. Trotzdem, wir haben einen sehr starken Markt gesehen. Das liegt auch so ein bisschen an der Saisonalität. Das hier war der 27. Oktober. Da waren wir ja so im Tief, auch in diesem Jahr. Und die Saisonalität geht eben hier in diese Richtung. Aber gleich noch ein paar Sätze, warum es auch so extrem nach oben gelaufen ist. Hat auch ein bisschen mit den Aktienrückkäufen zu tun. Die autorisierten Aktienrückkäufe der Unternehmen bis jetzt in diesem Jahr nicht auf dem Rekord von 22, aber immer noch sehr, sehr hoch. Das stützt natürlich auch. Und da gibt es ja immer diese Blackout-Periode, wenn die Unternehmen berichten dürfen, die nicht zurückkaufen, die Aktien. Nur die Berichtssaison ist jetzt ja vorbei. Das heißt, auch das hat im November sicherlich geholfen. Und was eben geholfen hat, ist, wir waren, das sind die amerikanischen Privatanleger, Bullen minus Bären. Und wir waren ja im Sommer dann schon ziemlich optimistisch wieder. Ja, also hatten hier Werte von, also in dem Bull-Bär-Spread Unterschiede von 30%, also 30 Prozentpunkte mehr Bullen als Bären. Und dann kam die Korrektur, ne? Der Nikolas hat die ja schön gezeigt in den drei Wellen. Und dann hatten wir tatsächlich hier irgendwann Angst und deutlich mehr Bären als Bullen. Und das war dann auch so der Punkt, wo dann klar war, die Korrektur ist erstmal zu Ende. Jetzt gibt es eine Erholung. Und mit der Erholung ging es aber wahnsinnig schnell auch, dass wir gleich hier wieder deutlich mehr Bullen als Bären haben. Dass die Erholung so schnell lief, das hat im Wesentlichen zu tun gehabt mit den systematischen Tradern in den USA. Das hat der Flow-Experte von Goldman in dem Fall ziemlich gut vorausgesagt. Ich habe das selber gesehen. Ich bin ja eher pessimistisch dieses Jahr. Warum? Weil ich einfach diese restriktive Geldpolitik sehe, die lastet auf den Märkten, glaube ich.
Und der hat gesagt, der Pain Trade, Ende Oktober hat er das gesagt, der Pain Trade liegt jetzt auf der Long-Seite, denn die CTAs, kurz erklärt, was das sind die sogenannten Commodity Trading Advisor. Jetzt hat das mit Commodities alles nur noch wenig zu tun, aber das sind Leute, die mit Terminkontrakten systemisch traden, also mit vor allem Trendfolger sind da ganz viele dabei. Und da früher die Terminmärkte ja aus Rohstoffen im Wesentlichen bestanden, hat man die Commodity Trading Advisor genannt, die handeln heute aber viel mehr Aktienfutures als jetzt noch irgendwelche Rohstofffutures. Machen die auch immer noch, aber sie heißen halt immer noch CTAs. So, und die handeln eben systematisch und die waren massiv short. Und wenn dann der Markt dreht, dann gehen die alle eben über automatische Stop-Losses raus und drehen sich auch wieder und sind jetzt per Saldo auch wieder long. Und damit ist mein Fazit auch relativ klar. Ich glaube, die Jahresendrallye ist gelaufen. Und Nicolas, da dein Thema, was du hattest, hier aus Barron's, diese Überschrift fand ich sehr gut. Es gibt mir auch nochmal Anlass, diese Meinung zu unterstreichen. Also ich glaube, das meiste von der Jahresendrallye haben wir gesehen. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, wir laufen eher seitwärts und dass es dann ab Januar schwierig wird und dass dann in der Tat die Anleihen eher das Geld wieder aufnehmen, die Zinsen senken in Erwartung von Zinssenkungen, die dann kommen könnten. Ein Chart noch zu Gold. Und dann habe ich noch was anderes aufgerufen, ganz spontan, als du vorhin deinen Vortrag hieltst, Nikolas. Wir sehen deutliche Käufe der Zentralbanken von Gold. Und ich persönlich muss sagen, wir allokieren Gold bei Akatis nicht. Wir haben ein Akatis Stratini Value Flex Bitcoin-Zertifikate drin. Da profitieren wir auch davon, dass der gerade wieder steigt. Der Bitcoin und auch Ethereum haben wir da drin. Aber es ist natürlich klar. Also dadurch, dass man gesehen hat, was die Amerikaner mit den Währungsreserven der Russen gemacht haben, wollen die Chinesen, ja, die ja nun auch nicht mehr in groß Friendship sind mit den Amerikanern, raus aus den Dollar-Währungsreserven, von denen sie riesige Mengen angehäuft haben in den letzten Jahren. Ne, denn die haben ja immer geguckt, dass ihre Währung nicht zu stark steigt, haben gegen den Anstieg des Renminbi interveniert, indem sie Dollar gekauft haben und Renminbi verkauft haben. Dadurch haben die riesige Dollarreserven, die haben sie in Staatsanleihen angelegt und die versuchen sie jetzt eben zu diversifizieren, zumal die Währung aufgrund der konjunkturellen Lage dort ja auch zur Schwäche neigt. Und sie stecken das jetzt eben in Gold. Deswegen glaube ich, Gold bleibt spannend, ist jetzt ja auch wieder auf neues Jahreshoch heute Nacht gestiegen. Und dann als allerletztes nochmal ein Disclaimer, auch immer wichtig, Gruß aus der Rechtsabteilung. Und dann habe ich noch eine Sache vorgelegt und da muss ich dann gucken, dass ich nochmal eben den richtigen Bildschirm teile. Denn das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Du hast ja davon gesprochen, dass es im nächsten Jahr Zinssenkungen geben würde. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich möchte nur eine Sache klarstellen. Wer die Hoffnung hat, dass mit den ersten Zinssenkungen, wenn wir denn in eine Rezession kommen, bereits die Kurse anfangen zu steigen, der irrt gewaltig. Wir haben hier den Zinserhöhungszyklus vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA. Wir haben die ersten Zinssenkungen gesehen bereits im Spätsommer 2007. Und wir waren runter mit den Zinsen schon auf 0,116 im Dezember 2008 und das Kurstief war März 2009. Wenn wir Rezessionen haben, dann fallen die Kurse bei Zinssenkungen trotzdem noch weiter. Da gibt es an einem Tag dann, juhu, die Zinsen sind gesenkt worden. Kann ich mich noch erinnern, da in der Finanzkrise, als Markus Koch das dann vom New Yorker Parkett berichtete und alle dachten ja, juhe, jetzt geht's aufwärts. Nein, nein. Also der Markt kann in Zinssenkung hinein noch weiterfallen, wenn eben die Markterwartung ist, dass die Rezession richtig viel von den Unternehmensgewinnen kostet. Und deswegen, ja, ich sehe Zinssenkungen im nächsten Jahr, aber ich sehe nicht die Mega-Hausse. Die kommt erst später, weil, und das ist dann mein letzter Satz, immer dran denken, Zinspolitik wirkt sich immer mit einer Zeitverzögerung von 12 bis 18 Monaten auf die Konjunktur, aber auch auf die Märkte aus. So, und jetzt mein Vortrag zu Ende. Jetzt haben wir noch 16 Minuten. Das ist doch vielleicht ganz gut für eine Diskussion und vielleicht hat Markus ein paar Fragen gesammelt. Ich kann auch schon mal vorlegen, es gab eine Frage, wieso der Pain Trade jetzt auf Long liegt, wenn wir mit einer Rezession rechnen. Ja, das ist ja eigentlich genau dein Thema Stimmung, ne? Also die Stimmung, ja, die ängstliche Stimmung steht gegen die steigenden Kurse und wird eben im Zweifelsfall
eher die Kurse noch kurzfristig antreiben, oder? Ja, genau, das ist der Punkt. Also es bezog sich eben auch nur auf diese CTA-Positionierung. Die Hedgefonds waren ähnlich positioniert. Und dann gilt für diese Anlegergruppe, der Pain Trade liegt auf der Long-Seite. Das heißt, wenn die Märkte steigen, dann müssen die Jungs alle raus und werden ausgestoppt, im Zweifel aus ihren Short-Positionen, die sie unten aufgebaut haben, weil sie denken, irgendwie es geht weiter nach unten. Und das treibt den Markt dann enorm. Wenn dann eben sonst kein großes Angebot rauskommt, dann sind die Käufer und müssen dann kaufen zu den Preisen, die ihnen angeboten werden. Und das kann dann so eine Aufwärtsbewegung so extrem beschleunigen. Dafür spricht auch, dass wieder the most shorted names, Goldman Sachs hat es ja so ein Basket, so most shorted names, sind wieder nochmal deutlich stärker gestiegen als der Gesamtmarkt oder auch deutlich stärker gestiegen als die berühmten Magnificent Seven zum Beispiel. Also jetzt vielen, vielen Dank erstmal für die Einordnung von euch beiden. Wir haben jetzt auch eine Frage, die habe ich gesehen, da ging es darum, allerdings auf den Index bezogen, ob man vielleicht, weil der oder diejenige erwartet hat, dass es noch weiter nach unten geht, vielleicht ein Discount-Optionsschein sich auf einen Index reinlegen sollte, weil die Wohler dann anspringt. Jetzt die Frage vielleicht auch so, auf die Big Seven gehen oder auch auf die Schwergewichte, vielleicht Nikolas an dich. Wie würdest du nun momentan agieren, wenn du oder welche Vehikel würdest du wählen, vielleicht für den einen oder anderen Big Seven hier? Würdest du einen Turbo nehmen? Würdest du vielleicht wirklich auf den Discount-Optionsschein gehen? Würdest du die Finger davon lassen? Aber wäre vielleicht mal interessant, wie da deine Einschätzung ist, wenn man jetzt wirklich auf die entsprechenden Stocks geht. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich halten wir das da ja eher vorsichtig. Also einzelne Aktien anzuschorten, das ist eigentlich die absolute Königsdisziplin. Das kann verdammt schief gehen, vor allem wenn man sich eben ja gegen solche Aktien wie die Magnificent Seven stellt. Also unsere Herangehensweise, und damit sind wir auch 2023 ganz gut gefahren, war Absicherungen einzubauen, aber zum einen sich Luft zu lassen in der Laufzeit. Und das kann man ja jetzt beispielsweise auch, wenn man was Richtung Ende 2024 sucht. Und sich auch Puffer zu lassen in den Parametern. Also da muss man natürlich unterscheiden, wenn man einen klassischen Optionsschein kauft, dann ja, verliert man ja sowieso über die Zeit. Also dann muss ja die erwünschte Richtung eintreten. Aber wenn man sich beispielsweise einen Capped-Optionsschein kauft, also einen Capped-Put, einen Discount-Put, dann spielt ja die Zeit für einen. Also das ist ja das gegenteilige Muster. Bei einem Optionsschein, einem klassischen Optionsschein, verliert man über die Zeit. Bei einem Discount-Optionsschein, der im Geld liegt, gewinnt man über die Zeit. Und ich habe auch mal einen rausgesucht, eben im Hintergrund, und habe noch zwei, drei Anlageprodukte dabei. Und dann schnappe ich mir mal den Bildschirm und dann können wir das eigentlich direkt daran anknüpfen, weil das auch genau unsere Strategie ist. Die setzen wir auch bei Feingold Research in den Depots um. Und zwar, ich habe jetzt hier einen Discount-Put auf den DAX mit der WKN Dora Johann 2 Martha Paula Qualle. Und der hat, wie ihr seht, relativ, jetzt wird hier, glaube ich, wird nicht angezeigt, oder? Nee, ich sehe nichts. Doch, jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt sind wir woanders. Das ist Dr. Jens Erhardt, für die, den ihr nicht kennt. Auch ein schöner Snapshot. Und einer der profiliertesten Börsenexperten Deutschlands, muss man einfach mal sagen. Ja, da war im Hintergrund noch ein Tab offen. Aber ein ganz interessantes Interview, genau, Stefan. Hier wollte ich eigentlich hin. Discount-Optionsschein Short. Genau, wie ihr seht, relativ defensive Parameter, nämlich einen Basispreis bei 17.500 Punkten und ein Cap bei 17.000 Punkten. Und dann muss man dazu sagen, dieser Schein wird voll ausgezahlt, solange wir am Laufzeitende eben unterhalb der 17.000 liegen. Über 17.500 Punkten wird er wertlos verfallen. Und dazwischen bekommt man für jede 100 Punkte 1 Euro extra. Also er würde dann zum Beispiel bei 17.100 Punkten bei 4 Euro liegen. So kann man sich das relativ einfach ausrechnen. Und er partizipiert natürlich auch während der Laufzeit an der Entwicklung des DAX, wobei das jetzt noch nicht so stark ist. Man sieht hier, er hat jetzt in den vergangenen Monaten mit dieser 10% Rallye rund 1 Euro verloren. Ist halt eine lange Laufzeit und wir finden das ganz spannend, weil man hier eher eben, wie man sieht, 1000 Punkte Luft hat. Also Cap 17.000 und Laufzeit Dezember und trotzdem zahlt der Schein, kommen wir mal zu den wichtigen, 80% Seitwärtsrendite. Also ist schon, ja, richtig ordentliche Absicherungsrendite.
Trotz dieses Puffers, man könnte natürlich auch hingehen und sich sogar einen Cap 16.000 reinlegen, der zahlt dann nochmal viel mehr. Da sind diese Absicherungsprodukte schon sehr interessant. Das liegt, das hat mir mein Händler erklärt, auch daran, dass die Future-Notierungen momentan deutlich über dem Spotpreis liegen, was Indizes angeht. Das gilt für Nasdaq und auch für DAX. Das heißt, das macht die ja, Renditen der Produkte, die Konditionen der Produkte nochmal attraktiver auf dieser Short-Seite. Man braucht halt ein bisschen glückliches Händchen und entsprechend ja, sollte man sich Puffer lassen. Das ist eben da unsere Strategie. Was man auf der Long-Seite noch machen kann, möchte ich auch zeigen. Ich habe da zwei Bonus herausgesucht, die wir ja so ein bisschen in unsere Vermögensaufbaudepots packen. Also ganz defensive, relativ defensive Produkte ohne Aufgelder. Das ist beispielsweise hier ein Bonus auf den DAX mit der WKN Dora Johann 4, Konrad Theodor 9. Der hat eine Barriere bei 13.500 Punkten, was dann in einem Sicherheitspuffer von 15,5% resultiert und eine PA-Rendite von 9,5% Stand jetzt. Dann kann man sich natürlich auch auf die Watchlist legen und sagen, wenn der DAX jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten noch mal stärker korrigiert, dann lege ich mir mal so ein Papier rein mit Laufzeit Jahresende auch 2024. Und ähnliches Produkt habe ich auch noch mal auf die Nasdaq raus, auf den Eurostoxx rausgesucht. Hier ist die WKN Dora Johann 6, Ulrich 3 Mater mit 18,5% Puffer nach unten und 10,8% Bonusrendite. Also auch hier defensives Produkt ohne Aufgeld und einer Laufzeit bis Jahresende. Ich würde mir vielleicht kurz nochmal den Bildschirm schnappen, um ein weiteres Produkt zu zeigen und euch vielleicht eine Frage zu stellen. Kleine Sekunde. Stefan hatte ja in der Zwischenzeit gesprochen davon, dass Gold im Aufwärts, in der Aufwärtsbewegung ist, aus den besprochenen Gründen. Und Silber ist ja auch sehr, sehr hoch korreliert mit Gold. Was wir jetzt die letzten Tage auch gesehen haben, ist beispielsweise auch ein Discount-Optionsschein Call auf, also Long auf Silber zu spielen vielleicht. Also wäre auch eine Möglichkeit. Soll euch einfach zeigen, dass wir nicht nur auf die Indizes diese Produkte haben oder auf Einzelwerte, sondern auch auf Rohstoffe. Und da sieht man eben auch eine Laufzeit hier Ende 24 hier oben und auch Renditen, die brutal gut sind, wenn das, wenn die View aufgeht, hier um paar 80%. Und was muss da passieren? Da muss man am Ende der Laufzeit eben über den 26,5 US-Dollar liegen. Also, ist das ein Trade oder ein Trade, der interessant sein könnte, weil Silber auch wahrscheinlich gleich läuft mit Gold. Stefan, würdest du sagen, das wäre was, was man spielen könnte, ohne jetzt eine direkte Einschätzung zu geben von deiner Seite? Ja, also es gibt ja immer so Silberfans. Silber ist natürlich immer viel volatiler. Das muss man ganz, ganz eindeutig sagen. Läuft, wenn denn die Rohstoffe laufen und oder Edelmetalle laufen, läuft es ziemlich gut. Aber es hat sehr viel Volatilität. Das heißt, wenn ich, also das ist jetzt ein Discount-Optionsschein, der geht natürlich, aber wenn ich so, mit so einem K.O.-Schein arbeite, muss ich bei Silber echt gucken, dass die Schwelle relativ weit weg ist. Silber leidet, wenn wir Wobei, der hat jetzt kein Konjunkturschwäche. K.O., der hat jetzt kein K.O., muss man sagen dazu, ne? Nee, Also, genau. ja. Insofern ist das ja gut. Nee, Silber leidet bei konjunktureller Schwäche natürlich mehr als Gold, weil Silber dann doch noch mehr industriellen Einsatz findet im Bereich Automobil beispielsweise. Deswegen bin ich immer eher so ein bisschen Goldfan. Aber eigentlich ist es so, wenn Rohstoffe laufen, dann läuft Silber in der Regel sogar schneller, als jetzt Gold läuft. Okay, gut. Das wollte ich einfach nur mal der Vollständigkeit halber gezeigt haben, was es da für Möglichkeiten gibt. Haben uns ein bisschen eingeschossen, vielleicht auf die Discounts-Optionsscheine oder Bonusse. Also auch ein bisschen was mit Puffer, Seitwärtsrenditen und, und. Ja, das zum Thema Produkte für das Marktumfeld vielleicht. Du hast die Strategie erklärt, Nikolas, wie ihr fahrt, wann ihr was beimischt und dass ihr eher die Long-Positionen auf Einzeltitel fahrt und dann den Index zum Absichern eben beimischt, wenn es reinpasst. Ja, ansonsten wollen wir noch mal in die Fragebox reinschauen. Oder gibt es noch offene Punkte? Ich meine, wir haben während des Webinars haben wir einige rausgegriffen. Ich habe immer mal wieder in die Fragebox reingeschaut, auch die eine oder andere Frage beantwortet. Ich sehe jetzt aber nicht mehr,
Eine Frage, die man unbedingt rausgreifen müsste. Ihr könnt ja nochmal reinschauen. Vielleicht eine der letzten Fragen, ob das da noch eine Antwort nachzuliefern Ja, wäre. ich sehe eine, ob ich nicht doch Trump als besser für die Aktienmärkte sehe als Biden. Also dazu ganz kurz die Historie. Die Märkte waren ja erstmal negativ auf Trump. Also als Trump in den Umfragen ganz gut lag, gingen die Märkte runter. Dann deutete doch alles auf einen Sieg von der Hillary Clinton hin. Dann erholten sich die Märkte, dann kam diese Überraschung in der Wahlnacht, riesiger Abschlag. Und dann kommt das Fait accompli, wie die Franzosen gesagt haben. Er hielt dann auch eine etwas versöhnlichere Rede und dann stiegen die Kurse und dann machte der da seine Steuersenkung und so weiter und dann liefen die Märkte natürlich. Also nochmal, für amerikanische Aktien will ich das nicht mal ausschließen, dass man da kurzfristig sagt, ja super, Körperschaftssteuersatz nochmal runter und dann geht es nach oben. Aber man darf einfach die geopolitischen Risiken, die von dem Trump ausgehen, nicht unterschätzen, auch was so diese Verbindung zu China betrifft. Das kann alles grausam eskalieren. Und für europäische Aktien würde ich sagen, ist Biden auf jeden Fall besser, denn wir würden unter Umständen unseren Schutzschirm da verlieren. Die NATO ohne Trump, also ohne Amerika, ist momentan ja nicht handlungsfähig. Das muss man sich auch mal ganz, ganz klar sagen. Und insofern glaube ich, dass die Märkte, wenn sich eine Trump-Wahl abzeichnen sollte, eher dann doch am Ende negativ reagieren. Kennedy wird hier noch eingeführt, wer im Handelsblatt das Interview mit dem Gundlach gelesen hat, diesem, man nennt ihn ja auch den Bond-König. Früher war das der Bill Gross, jetzt ist es der Gundlach. Wie heißt er mit Vornamen, Nikolaus, weiß es? Komme gerade nicht drauf. Jeffrey. Jeffrey, genau, danke. Jungen Menschen, Alzheimer fängt früh an. Jeffrey Gundlach, der auch ins Spiel bringt, es könnte einen dritten Kandidaten geben. Der Kennedy liegt ganz gut und wenn dann keiner die Mehrheit hat, dann ja, wird quasi vom Repräsentantenhaus der Präsident bestimmt, so habe ich es verstanden. Und das könnte nochmal so eine Pattsituation in Amerika ergeben. Also das bleibt spannend. Börse mag Unsicherheit nicht, das würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich habe ja gesagt, ich habe ganz am Anfang noch eine Folie. Ich habe sie schon beim letzten Webinar gezeigt, das war, glaube ich, dann Ende September. Die könnte ich noch mal zu dem Thema Magnificent Seven einblenden, so vielleicht als Abschluss, weil das ja auch die Überschrift war. Wie geht es mit den großen Titeln weiter? Aber vielleicht erstmal, während ich das einblende, Nikolas, wie ist denn da eure Sichtweise? Wie seht ihr die denn im nächsten Jahr? Ich brauche die Moderatorenrechte dann noch mal. Ja, wir sehen auf jeden Fall das Thema, ja, diese massive Stärke, die sich ja auch in den fundamentalen Daten einfach niederschlägt. Also es sind ja Gewinnmaschinen. Also es ist ja nicht nur die Apple, die eben gigantische Gewinne erzielt. Ihr kennt ja alle diese verrückten Vergleiche, wie viel DAX-Titel man in so eine Apple packen könnte, beziehungsweise ja mittlerweile den ganzen DAX. Das gilt für die Microsoft genauso. Die Bewertungen sind relativ hoch, aber wir gehen einfach davon aus, dass diese Gewinne weitergehen, vielleicht mal einen Dämpfer bekommen, aber diese grundsätzliche Richtung, eben alles da rein, diese ganzen Web-Services, die anbieten, dieses Cloud-Geschäft, das wird ja immer wichtiger, das nimmt immer neue Dimensionen an und da findet einfach das Wachstum weltweit statt, da sind die fetten Margen und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass das Kapital auch weiter da reinfließt. Ja, also fundamental sind wir völlig einer Meinung. Kann man mir den Bildschirm nochmal geben, dass ich ihn nochmal teilen kann? Oder ist die Regie schon zu Hause? Ah, nee, du machst Nee, das. mache ich. Okay. Oh, ich war gerade am Also, Fragen beantworten, deswegen, sorry. ah ja, kein Problem. Also ich bin, also fundamental bin ich, sind wir bei Arcatis vollkommen der gleichen Meinung, dass das unfassbar gute Unternehmen sind. Und wir haben auch in unseren Fonds einige drin. Wir haben Artikel 9 Fonds, das sind die streng nachhaltigen, da können wir einige von denen nicht kaufen, weil das Thema Kinderarbeit beispielsweise eine Rolle spielt bei Apple oder Korruption bei Alphabet. Aber in unseren Artikel 8 Fonds sind wir in Amazon drin, wir sind in Microsoft drin, wir sind in Apple drin, wir sind in Nvidia drin, haben auch sehr, sehr davon profitiert. Also fundamental super Unternehmen, aber man muss dann einfach auch mal sagen, gerade bei einem Nvidia haben wir auch Gewinne mitgenommen, die sind natürlich auch jetzt echt nicht mehr günstig. Und ich will deswegen diesen folgenden Chart nochmal zeigen. Aber mit dem Vorbehalt, dass die Unternehmen, die wir hier zeigen oder die ich jetzt gleich zeige, oder ja, man sieht sie ja schon, ne, genau, dass das nicht Unternehmen waren, die im Jahr 2000 oder Ende 99 diese Marktstellung hatten, die diese Magnificent Seven haben. Die sind teilweise wirklich eben in dieser The Winner Takes It All Welt unterwegs.
die sind noch viel, viel stärker aufgestellt. Deswegen muss das nicht so laufen. Aber trotzdem als Erinnerung ist das nicht schlecht, bevor man eben glaubt, es gäbe gar kein Ende des Aufwärtstrends. Das sind die großen Superstars der Internetblase und der S&P 500. Das ist die schwarze Linie. Und dann ist es Sun Microsystems von unten, Dell Computer America Online. Die Älteren erinnern sich, Boris Becker, ich bin drin. Intel, Cisco Systems, Qualcomm, Hewlett Packard, IBM, Oracle, Microsoft. Und gerade Cisco ist so das damals gewesen, was heute Nvidia für die KI ist, war Cisco für den Aufbau des Internets. Wenn man sagte, okay, das Internet wächst, da brauchen wir Knotenpunkte, wer baut die? Cisco Systems. Und wenn man dann guckt, welche dieser Unternehmen haben denn bis heute den S&P 500 outperformt, dann war es nur Microsoft und auch die erst ab Dezember 2017 zwischendrin mal hier die IBM. Aber ansonsten sind die alle Underperformer gewesen. Und ich würde schon auch sagen, wenn wir 20 Jahre die Uhr weiterdrehen, nicht alle der Magnificent Seven werden dann den S&P 500 geschlagen haben. Aber es ist immer noch drin, dass das bei einigen Unternehmen so ist. Wie gesagt, sie haben bessere Marktstellungen. Aber 2022 nicht vergessen, da sind die alle mal runtergekommen. Das muss man auch allen zurufen, die eben sagen, hier MSCI World ETF, es gibt nichts Besseres. Da haben wir mittlerweile Klumpenrisiken, weil die Amerika wahnsinnig hochgewichtet ist im Index. Also das heißt, wenn die US-Börse mal richtig runterkommt, merkt man das im MSCI World schon und diese Titel auch so hochgewichtet sind. Und dann können plötzlich eben auch wieder kleinere Werte, die wirklich zurückgeblieben sind, viel besser laufen als die großen. Das ist immer wieder ein Wechsel. Es wird nicht so weiterlaufen wie im Jahr 2023. Perfekt, dann hole ich jetzt nochmal die Bildschirmrechte und nehme mir die letzte Folie vor. Und dann kündige ich für nächste Woche euren Kollegen oder vielmehr Nikolas, dein Kollegen, Franz-Georg Wenner an mit dem Thema The Big Picture. Schaltet wieder ein zur gewohnten Zeit, 19 Uhr am 4.12. ist die erste Ausgabe im Dezember. Würde uns freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Ansonsten, glaube ich, haben wir viel beantwortet, hätten noch mehr beantworten können. Es waren noch ein paar Fragen am Ende, die reinkamen, aber wir sind, glaube ich, zeitlich durch. Deswegen vielen, vielen Dank, Stefan und Nikolas. Dankeschön und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir haben schon Pläne für 2024. Wir machen so weiter in gewohnten Abständen und freue mich sehr drauf. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend und hoffe, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen viel Spaß hatten und vor allem Wissen absaugen konnten und es spannend fand. Davon gehe ich aber mal aus. Ansonsten Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.